Und ich dachte, ich habe da voll die geheime Ecke gefunden, wo jetzt sich das ganze Geheimnis löst, wo ich die Geschichte erfahre, aber nö. Welcome. Aha. Come in. Inside my studio. I'm quite unarmed, as you can see. And it's safe in here, relatively. Safe. Yeah, at least for now. Here's the thing. Now, if the transistor doesn't go back in its cradle, then why, you and I both, but we just won't be anything anymore in a little while. You, me, and the rest of this town. So, please, don't let my work go to waste. I'm being reasonable. Ja, machen wir die Wände wieder hier. Full disclosure here, which is, I am positively certain 100% that this will work. Which is, transistor plus cradle equals no more process. No funny business, okay? We'll just take it one thing at a time. One topic at a time. Es ist verwirrend. If this was all just some kind of ruse on my part, I mean, how base? Why would I lead you all this way? I'll level with you. Yes, I would like it back. This is it then. Nein. Nein, Transistor, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Nein! Tschüss! Voll hier aus dem Punkt, voll der Pfeil gemacht. Just get it over with. Nee. Transistor verabschiede ich wenigstens richtig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen heißt nicht leb wohl, also auf Wiedersehen. Look, no matter what happens, just. I love you. You know that, right? Weg ist er. But I will see you again. I will see you again. Unsere Waffe ist weg, wir können nicht mehr kämpfen. I know you can hear me. I won't let you go. Stay with me. Stay with me. Let's see, the good news. Well, the process, I think we got it, contained it. So, the town is going to be all right. It's just, well, someone's going to have to rebuild. But we flew a little close to the flame there, so now we're here, not there. We're stuck. And unfortunately, the only way back that I'm aware of is, well, unpleasant. So, let's get this over with. Wir sollen... Okay, der einzigste... Das einzigste, was wir jetzt machen können, oder wahrscheinlich der einzige Weg zurück, ihn zu bekämpfen. Wunderschön. Ich nehme natürlich die Funktionen, die mir bisher am meisten geholfen haben. So wie ich auch durchgekommen bin bisher. Mehr Lebenspunkte, sehr gern. Dann hätte ich den gerne. Was macht das hier? Anzahl der Sprünge. Ich weiß gar nicht, was da springen soll. Barksprünge. Interessant. Nee, wir brauchen auf dem Bark, brauchen wir den hier. Einfach durchlaufen und Schaden machen. Das ist sowas von genial. Was machte das? Sofort verwendbar. Ach so, ja genau. Brauchen wir auch. Die anderen wären so schmückend Beiwerk. Ist ja alles voll jetzt, okay. Puh. Wollen wir es mal probieren? Machen wir das mal. Who gets to go first?
about me. Ach, der kann das natürlich auch. Let's see. Nicht cool. Voll der Bosskampf hier. So, na denn, du wolltest es nie anders. Wie außer Reichweite. Gibt die außer Reichweite. Okay, das ist ein guter Schaden. Auch durch Sick, durchs Durchlaufen. Wir machen einen Angriff. Wir meucheln dürfen. Jetzt lassen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie viel Schaden macht das beim... Okay, 100... Spar-Kombo. Das macht mehr Schaden. Und wenn ich jetzt den reinhaue, das macht noch mehr Schaden. Hm, okay, warte mal. So. 180, 183. So, 35 Lebenspunkte noch. 35, fast in einer Runde weggehauen. Dann hauen wir mal durch. Gucken, wie viel es tatsächlich gibt. Mhm, jetzt legt er los. Hör auf damit. Tut er weh. Jetzt gebe ich dir ein X dahin. Nein, ich hab... Nein! Nein! Ich hab's vermasselt. Tschüss. Zweite Chance. Wie zweite Chance? Gib dir gleich zweite Chance. Na ja, gut. So. Was ist das da unten? Könnt ihr was machen? Die Trace-Datenbank. Aha. Wir haben auch noch so nicht so gesehen gerade. So, da verlieren wir wieder ein paar. Ganze Fähigkeiten verlieren wir ja. Tschüss! Nein! Ja, das ist meiner. Ja, also ich verliere gleich auch eine Fähigkeit, weil ich gerade ein bisschen was verbockt habe am Anfang. Nein, ich habe die Hilfe verloren. Uncool. Ja, hab sie sehen. Also ich gebe dir gleich hier was von wegen, hat wehgetan wohl. Es reicht nicht. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Meucheln reicht nicht aus. 12 Punkte. Muss das sein? Wenn ich noch schnell ein X hinterher ziehe? Ja! Okay, that hurt. Tschüss. This really isn't going as well as I would have liked. Hat er nur die Fernattacken gerade? Kann ich da ausweichen irgendwie? Er ist wieder aktiv. Wir können ja reinhauen. Ist immun dagegen? Okay, es war schon klar. 90 Kombo. Ach, wir sind nicht hinten im Meucheln drin. Okay. Dann hauen wir mal so. Reicht nicht. Dann hauen wir mal so. Außer Reichweite, ich stehe direkt neben dir. Wo ist denn hier Meucheln? Da, von rechts. Da guckt er doch gerade hin. Wie komisch. So. Meucheln, Kombo, immun. Ja, über Immun übernehmen, aber ist ja jetzt egal. Komm, schnell X hier. Hinterherziehen. Wir hauen noch ein paar X hinterher, so schnell wie es geht. So lange wie es geht. So oft wie es geht. Tschüss. Naja, kommt hinten ran, okay. Puh. Wir haben auch X noch, so lange wie wir können. Und Feuer frei. Jetzt können wir wieder. Ja! Crash. Crash? Wir wollen meucheln. Mann! Lauf mal ein bisschen weiter nach oben. So ist gut. Geht wieder nichts mehr. Wird vorne? Nein. Jetzt darf ich erstmal wieder suchen. Da nicht. Da nicht. Von rechts. Okay, gut. Dann dreht er sich also gerade um. Tschüss, würde ich sagen. Wams, wams, wams. Und schnell ein X hinterher. Zieh Finger, zieh Finger. Reading my mind?
Wir sind noch ganz knapp im Vorsprung. Jetzt zieht er uns wieder ab, verlieren wir wieder eine Fähigkeit. Er hat Paketen da lassen, na toll. So. Spark. Es reicht nicht ganz. Na gut, wir ziehen einfach mal Finger. Wir haben ja ein bisschen X, was wir da auch reinschmettern können. Ja gut, wenn du meinst, du gewinnst immer, dann kannst du ja da drinnen bleiben. Stört mich nicht. Warum muss ich meinst so lange aufladen? Bye bye. Na gut, wenn ich jetzt schnell an X hinterher ziehe, dann ist er ja weg, ne? Dann ist er weg. Komm, ich drücke mal schnell rauf. Oh, komm, zieh! Es wirkt noch. Shit. Ciao mit V. Der musste sein. Bist du noch da drin? Ist mein Kumpel noch da drin? Ja! Was ist das jetzt alles hier? Lese-Schreibzugriff. Ah, wir können es wieder herstellen! Das ist die Brücke, wo wir gerade waren. This whole town. I guess it's yours now. Eine weiße Leinwand. Die Brücke sieht so schön aus. Wenn wir sie umbauen. Better you than the Camerata. Das sehe ich genauso. Besser ich als die Camerata. Wir singen an die ganze Welt wieder schön. Und am Ende will ich den Transistor am besten auch noch wieder zurückverwandeln können. Das wäre geil. Aber ich glaube, das passiert nicht mehr. Erstmal eine Pizza essen zu Hause. Und erstmal dich wiederbeleben. Weil hier liegst du. Nein! Please. Nein! Nein! If you do this. Nein! Please don't. Ich will ein gutes Ende! Wait. Nein! Red. Red. Ach du Schande. Wenn man so ein bisschen in der Story drin steckt, es ist immer noch ein bisschen verwirrend, was die ganze Zeit passiert ist. Aber obwohl ich eigentlich immer das positive Ende mag, wir wissen ja, den Mann, den sie liebt, der kommt nicht mehr wieder zurück. Er steckt im Schwert, er kann zwar mit ihr reden, aber so richtig ist es ja natürlich auch nichts. Es ist wahrscheinlich das Richtige gewesen. Vielleicht, wenn sie jetzt noch Glück hat, wird sie wie er in Transistor eingesperrt, sodass sie beide wieder zusammen wären.
Und sie sind beide wieder zusammen. Schau das Bild. Oder das sind halt vergangene Bilder. Von so wie es mal war. So wie die schönen Zeiten waren. Sie schreibt ihre Songtexte. Und er bringt frischen Tee. Ja, das ist halt definitiv die Vergangenheit. Ihr ist kalt und sie bekommt seine Jacke. Classic. Aber immer wieder schön zu sehen. Aber rote Haare bei einer Frau? Das sieht zwar natürlich erstmal unnatürlich aus, wenn man keine natürlich roten Haare hat. Aber es sieht richtig cool aus eigentlich. Gefällt mir bei Red auch tierisch. Man merkt sich sie auch dadurch sehr gut. Und ein riesiges Lob. Oh, Farbe! Ein riesiges Lob an die Sängerin. Sind jetzt beide im Schwert drinne? Yippie! Schönes Bild. Nein, der Erfolg heißt Bye. Wie sehr gemein. Das ist gemein. Der Erfolg heißt gemein. Er heißt Bye. Okay, mittendrin hatte ich das Gefühl, irgendwie ist ein bisschen, Spielprinzip, ein bisschen streckend, zerrend, aber am Ende und am Anfang, es war cool, auf jeden Fall. Bastion hatte mich im Endeffekt, also der Vorgänger, hat mich über das ganze Spiel hinüber gefesselt. Hier hat es mich am Ende eher ein bisschen sogar, ja, verwirrt. Aber ich bin dran geblieben, es hat sich gelohnt. Alleine schon wegen die Bilder hier, weißt du, dass du siehst? Die sind wie jetzt... Ja, oder es ist halt... Ich sag einfach, ich stell mir einfach vor, das wäre jetzt im Schwert. Die bauen sich halt ihre eigene Welt auf, so weißt du. Die hat ja eventuell, weiß ich nicht, irgendwie noch die ganze Zukunftscodes oder weiß ich was alles. Und... Ich sag einfach für mich selbst, weißt du, die bauen sich so hier und fühlen sich gut und... Ah, da weißt du, was ich meine, ne? Schönes, positives Ende. Das mag ich. Das war Transistor. Bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Was? Rekursion beginnt zu Shell? Ich will nicht zu Shell tanken. Was ist eine Rekursion? Die Geschichte startet neu. Benutzerlevel-Funktionen werden aber beibehalten. Der Prozess wird dem Rechnung tragen. Zurück? Danke für die Wendung in Transistors. Die Option Rekursion steht bei deiner Rückkehr zur Verfügung. Vorübergehend abmelden. Was? Danke für die Verwendung des Transistors. Hm? Die Option Rekursion steht bei deiner Rückkehr zur Verfügung. Ach so, hier kann ich das Spiel ganz normal neu starten. Und hier geht's halt, okay. Bestätigen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich guck's mir nur ganz kurz an. Boah. Dann können wir ein bisschen mehr leveln. Und die ganzen Tests können wir natürlich dann auch machen. Also auch gut. Ganze Lebenspunkte haben wir auch. Ja, dann geht's von neuem. Gut. Ist ja so gespeichert. Ja, irgendwie ist gerade abgeschmiert schon wieder, obwohl ich Beenden gedrückt habe. Ich sag nur noch so bei Schwarzbild, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ihr gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss. Wartet auf mich.